Wenn man eine eigene Webseite hat, kann man diese ja mit YouTube verknüpfen und so dann in Infokarten oder aus dem Abspann heraus auch diese verlinken. Was ist jetzt aber, wenn man Unterseiten in Form von Subdomains nutzen möchte, beziehungsweise sogar eine zweite Webseite? Funktioniert das noch? Immerhin, YouTube bietet einem ja nur ein einzelnes Eingabefeld an. Und kurze Antwort, es funktioniert. Und wie das Ganze dann geht, das zeige ich euch gleich nach dem Intro. Hi, ich bin Felix, das hier ist die YouTube-Lupe. Nummer 100 ist doch schon eine ganze Weile her, dass ich diese Serie angefangen habe. Und hier gibt es dann jede Woche entsprechende Tipps und nützliches und ja, interessantes Hintergrundwissen rund um YouTube. Und vor ein paar Wochen habe ich ein Video von Mar gesehen, in dem er auf einen Bug mit den Verlinkungen zu externen Webseiten hingewiesen hatte. Und zwar hatte er ja ein Problem, auf entsprechende Unterseiten zu verlinken. Und hierbei meinte er dann Unterseiten sowas wie youtube.com/user/username. Und ich bin jetzt davon ausgegangen, er meinte sowas wie Subdomains. Und da habe ich mich dann erstmal gefragt, ob es überhaupt so ohne weiteres möglich ist, auf eine Subdomain mit zu verlinken. Weil das können ja durchaus zwei sehr verschiedene Seiten letztendlich sein. Gerade wenn man jetzt bei so kostenlosen Webseitenanbietern ist und auch keine Domain letztendlich mit dazu kauft, dann hat man ja auch irgendwie nur so eine Subdomain als Zugriff zu seiner Webseite. Und dementsprechend ein anderes Subdomain ist dann auch schon wieder was völlig anderes. Und da bin ich dann eigentlich auch relativ schnell auf entsprechende Forenbeiträge beziehungsweise auch auf den Hilfeartikel dazu letztendlich gestoßen. Und das Ganze ist doch überraschenderweise sehr einfach umzusetzen und ich zeige euch jetzt hier einfach mal kurz, wie es geht. Schauen wir uns mal kurz an, was bei mir momentan auf dem Kanal möglich ist. Also ich habe ja schon meine Webseite seit langem entsprechend mit verknüpft und wenn ich die URL hier eintrage, dann sollte das Ganze ohne Probleme funktionieren. Es lädt. Und ja, wie man sieht, das funktioniert ohne Probleme. Und ich habe auch schon einige weitere Webseiten bzw. Subdomains mit hinzugefügt. Beispielsweise so eine kleine Vorstellungsseite für die App, wo einfach mal die wichtigsten Informationen kurz drauf sind, habe ich schon mit hinzugefügt. Und das funktioniert hier entsprechend ohne Probleme. Wird entsprechend erkannt und könnte hier hinzugefügt werden. Und ich habe auch schon weitere Webseiten zu meiner Liste mit hinzugefügt, sodass ich hier dann auch beispielsweise fixel.me mit verlinken könnte, was mein kleines Portfolio ist. Auch wenn ich hier auf Weiterklicke, wird das Ganze entsprechend geladen, erkannt und ich könnte es ohne Probleme hinzufügen. Eine Sache, die ich jetzt noch nicht mit hinzugefügt habe, ist eine Subdomain für ja, eine kleine Demo-Seite, wo ich so ein paar Code-Schnipsel letztendlich mit drauf habe. Wenn ich das Ganze hier einfach mal ausprobiere, demos.voice.de und hier mal auf Weiterklicke, dann müsste er sich gleich beschweren, genau hier wird das Ganze nicht erkannt als offizielle Webseite und das Ganze wollen wir jetzt beheben. Wenn wir hier einmal kurz in die erweiterten Einstellungen für unseren Kanal reinschauen, dann sieht man hier schon, gibt es hier unten bei verknüpfter Webseite aber wie gesagt nur ein einziges Eingabefeld. Und alles, was ich jetzt hier machen könnte, wäre ja eigentlich den Link entfernen, aber das ist nicht wirklich zielführend, weil ich will ja letztendlich weitere Links hinzufügen. Und dafür müssen wir von YouTube einmal weggehen und müssen zur Search Console gehen. Den Link zur Search Console findet ihr natürlich auch mit dem Blogartikel. Die Search Console ist jetzt ein Tool von Google, bei dem Webmaster entsprechend alle ihre Webseiten hinzufügen können und dann bekommen sie Informationen zum Gesundheitszustand ihrer Webseiten, ob es irgendwo Crawling-Fehler gibt, ob sich noch irgendwas optimieren lässt und so weiter und so fort. All das wird einem hier mit zur Verfügung gestellt. Und ja, wie man sieht, man kann hier entsprechend Webseiten hinzufügen oder auch sogar Android-Apps. Habe ich jetzt noch nicht so genau reingeschaut, was man da letztendlich großartig alles machen kann. Wir wollen jetzt hier aber eine neue Webseite hinzufügen. Das Ganze ist eigentlich wirklich ziemlich straightforward, ziemlich einfach das Ganze. Und wir gehen hier einfach nur auf diesen großen roten Button Add a Property. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das im deutschen Layout heißt. Da klicken wir jetzt einfach drauf, dann können wir hier links entsprechend auswählen, ob es eine Webseite ist oder eine Android-App. Und da geben wir dann einfach die URL ein. In diesem Falle demos.boys.se.de. Klicken dann hier auf Add bzw. hinzufügen. Und dann lädt das Ganze neu und wir werden jetzt hier dann entsprechend aufgefordert zu verifizieren, dass es auch wirklich unsere Webseite ist. Das muss man natürlich entsprechend machen, wie man das ja auch schon beim Hinzufügen der allerersten Webseite für YouTube machen musste. Die empfohlene Methode hier ist, das Ganze über Google Analytics zu machen. Das heißt, wenn ihr auf der Webseite, die ihr gerade angegeben habt, schon Google Analytics mit integriert habt, dann funktioniert das Verifizieren ohne Probleme, weil dann Google hier alleine ja schon direkt erkennen kann, hey, da bin ich schon längst drauf auf der Webseite. Könnt ihr also direkt hier auf Verifizieren gehen. Es gibt dann noch ein paar alternative Möglichkeiten, die ihr hier auch machen könnt. Ihr könnt eine Datei entsprechend hochladen, ihr könnt einen bestimmten HTML-Tag setzen, sodass Google hier erkennt, ha, ihr seid wirklich der Webseitenbetreiber und noch einige weitere Möglichkeiten. In meinem Fall reicht hier aber Google Analytics völlig aus. Es funktioniert wirklich wunderbar, ziemlich schnell und da klicke ich hier einfach nur auf Verify bzw. Verifizieren und ja, dann war es das nämlich auch schon. So schnell kann das Ganze gehen. Da kann ich jetzt hier auf Continue gehen. Bin dann hier in der Übersicht für diese Webseite drin. Da sind jetzt natürlich gerade noch nicht so viele Informationen, weil Google hier natürlich das Ganze auch erstmal zusammenstellen muss. Aber wenn ich jetzt hier in die Search Console gehe, dann habe ich hier in der Auflistung auch entsprechend die Demo-Webseite. Und wir gehen jetzt hier einfach wirklich direkt zurück zu YouTube in den Editor für die Infokarten und probieren mal direkt eine Infokarte hinzuzufügen. Das Ganze jetzt hier
mal direkt wenige Sekunden, nachdem ich die Webseite hinzugefügt habe, probiere ich das Ganze hier einfach mal aus und ja, es funktioniert wunderbar sofort. Also da ist nicht mehr irgendwie großartig Wartezeit letztendlich mit vorhanden. Ihr seht schon, das Verlinken auf mehreren Webseiten ist absolut kein Problem und wenn man einfach weiß, wie es geht, ist das Ganze auch super einfach umgesetzt und dauert hier wirklich nur wenige Sekunden. Und die einzigen Anforderungen für das Verlinken auf mehreren Webseiten ist natürlich dementsprechend, dass das wirklich auch eure Webseiten sind. Wie gesagt, dazu müsst ihr das Ganze ja entsprechend verifizieren und ihr müsst natürlich Teil des YouTube-Partnerprogramms sein, zumindest momentan. Es könnte eventuell sein, dass YouTube da noch eine Bedingung was schraubt, da hatten sie schon eine Andeutung gemacht, aber wie das Ganze denn aussieht, ob das einfach nur eine geringere Abo-Grenze ist, irgendwie nur Watchtime, das wird sich dann alles noch zeigen, aber momentan müsst ihr eben Teil des YouTube-Partnerprogramms sein und ihr könnt mehr darüber erfahren hier oben in dem Video, was ich euch damit entsprechend verlinke. Ja, und das war es jetzt ja eigentlich auch schon, das war jetzt nur mal so ein kurzes Video über etwas, was ich selber auch bis vor einiger Zeit noch gar nicht wusste und dementsprechend habe ich mir gedacht, da gibt es sicherlich auch den einen oder anderen da draußen, der nicht weiß, dass man auf mehrere verschiedene Webseiten über Infokarten bzw. auch über den Abspann verlinken kann. Ja, und deswegen wollte ich das Ganze hier einfach mal so als Video mit präsentieren. Wenn ihr nicht Teil des YouTube-Partner-Programms seid und dementsprechend nicht auf externen Webseiten verlinken könnt in den Infokarten, keine Sorge, nehmt einfach die Videobeschreibung. Macht auch nichts. Da habt ihr dann wirklich komplett Freiheit, da könnt ihr auch auf Twitter und Facebook und alle möglichen Webseiten verlinken, da müssen es nicht mal unbedingt eure sein. Insofern, da habt ihr dann alle Flexibilität, die ihr braucht. Und ansonsten, wenn ihr jetzt noch weitere YouTube-Tipps nicht verpassen wollt, Technikvideos, vielleicht auch mal einen Vlog, dann könnt ihr hier oben auf Abonnieren draufklicken und ihr verpasst keines der ein bis zwei Videos die Woche, die ich hier so hochlade. Und wenn ihr noch ein bisschen Zeit und Lust mitgebracht habt, dann könnt ihr euch hier unten noch zwei weitere Videos für mich mit anschauen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao.